Willkommen, liebe Strategiefreunde, zum Strategie-Samstag. Heute wieder Battle Isle. Wir sind immer im Launcher. Wir starten immer im Launcher. Dass ihr seht, dass wir das Ganze über die DOSBox machen, beziehungsweise, ja. Ich habe einen jetzt virtuellen Rechner aufgezogen, wo ich mich schon freue, dass ich da ein bisschen was zocken kann über Windows 3.11. Mein CD-ROM-Laufwerk, ich habe ein Blu-ray-Laufwerk, ein DVD-Laufwerk, kein Blu-ray-Laufwerk, ein DVD-Laufwerk gekauft. Und ich bin mal gespannt, ob das so klappt. So. Wir gehen aber jetzt auf die Karte Fight. Denn das ist die nächste Karte, die wir kämpfen müssen. Also, haha, Fight. So, ich würde sagen, wir let's go. So, wie schaut es denn aus? Moment. Erstmal gucken wir mal. Wir haben 14 Einheiten, der Gegner hat 13 Einheiten. Es gibt zwei Depots, die keiner von uns im Dingenskirchens hat. Eins ist das, das wird sich der Gegner schnappen. Oha. Das wird sich auch der Gegner schnappen. Was ist in diesen Depots drin? Oha. Also wir werden da wahrscheinlich ganz bös verlieren. Weil, ja. Gucken wir mal, was haben wir denn da als Schönes? Was haben wir hier? Air Defense. Der hat doch gar keinen. Moment, hat der auch gegen Bodeneinheiten? Nur eins. Der Supporter, natürlich auch nur eins. Ich frage jetzt für einen Freund, der hat doch keine Flugeinheiten, oder? Ich sehe bei dem keine Flugeinheiten. Da treffe ich jetzt verwundert. Dann werde ich den Supporter mal reinhauen und versuchen als allererstes mal da hinten ans Depot zu kommen. Dann versuche ich mit weg. So, eins, habe ich nichts, was zwei schießen kann? Nö, ne? Ah, böse. So, Ziel ist natürlich unser die zwei Depots zu erreichen, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber wir versuchen es trotzdem. So, dann holen wir nochmal das hier aus dem. Außer ihn brauchen wir eigentlich nicht, weil keine Flugeinheiten. Also würde ich sagen, brauchen wir den auch nicht. Mich würde wenigstens mal ein Depot verwundern. Wegen den 20 Dingskirchens. Das wird es wahrscheinlich, der hat 15. Der hat 20. Also den würde ich lieber haben. Kann ich den schon raustun? Ne, kann ich nicht. Es wäre nice, wenn wir jetzt dieses Depot übernehmen könnten. Da wäre nämlich was wären alles hier drin? Die Demon-Einheiten. Dann haben wir das und ein Scorpion. Was ist da unten drin? Ein Crusader. Demon-Einheiten. Und eine Heavy Artillerie. Ich will die haben. Alter, will haben wollen. So. Moment, ich muss noch ganz kurz noch etwas machen. So, dann nehme ich meine FN-Log. Ich hoffe, dass man es nicht gesehen hat. Wenn man es gesehen hat, FN-Log, ich brauche die F-Tasten. So, da ist natürlich nichts in Reichweite, ganz klarer Fall. Ich kann natürlich hier nichts antun. So, dann warten wir auf den Computer. Yep. Thank you.
So, damit ist der mal in Bedrängnis. Was ist mit dir? Du lässt mal da den raus. Und dann fährst du bitte dahin. Und ihr bewegt euch mal bitte da runter, weil ich brauche euch hier unten. Also einer soll definitiv Richtung Depot dackeln. Das ist so mein Plan der Pläne. So. Ja, ich würde sagen, der kriegt da unten das. Also werde ich versuchen, hier oben alles ein bisschen zu halten. So, dann mal gerade gucken. Also. Er hat hier nicht angegriffen. Das finde ich ganz nice. Überlebt. So eine Schande. Alter, die sind aber stark. Alter! Das ist Kacke. Ich dachte, weil ich sie gekesselt habe. So. So, grad mal gucken. Also. Du dahin. Und du dahin. Denn du solltest. Ich hoffe, dass das jetzt. Ich hoffe, dass es das egal ist. Nein! Nein, 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 nein. Sauerei. Ah, werden wir wieder hier mehrere Ressourcen brauchen müssen? Gebraucht. Ah, so. Naja. So. Ich hoffe, dass das der Eingang ist. Dass das der Eingang ist. Wenn das da oben der Eingang ist, und dann stehe ich hier an der verkehrten Stelle. Aber das ist so egal. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Uff. Ja, ich glaube, ich muss langsam mal meine Einheiten reparieren. Ich sehe nämlich da ganz, ganz, ganz schlechte Erfahrungen hier. Zack, meine Einheiten sind weg. Scheißen Dreck. Was ne Rotze. Scheiße, da oben war der Eingang. Das macht aber nichts. So, und jetzt heißt es eigentlich nur noch zurückziehen. Das packe ich jetzt definitiv nicht mehr. Jetzt heißt es für mich nur noch Rückzug. Und. Tja, hoffentlich. Da nichts auspacken. So, würde ich sagen, dann greife ich mal mit denen nicht an, sondern ich ziehe mich mal einfach zurück. Weil das war jetzt echt scheiße. Ja, ich habe das Depot da unten nicht holen können. Da oben das konnte ich auch nicht holen, das ist eine Scheiße. Verdammt. Alter, der macht mich hier nass. Alter, meine Einheiten. Ja, ich glaube, diese Karte werden wir zweimal spielen müssen. Ja, ist nichts in Reichweite. So, und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Ja. Dann war es das von meiner Seite. Er wird jetzt wahrscheinlich hier
alles aus dem Depot rausholen, inklusive der Heavy Artillery. Genau. Ja, und ich muss unbedingt meine Einheiten reparieren lassen, und zwar alle. So. Dann setze ich den mal dahin. Oh mein Gott, die setze ich mal dahin. Ich glaube, die Einheit ist fertig. Da brauche ich, glaube ich, mit meinem Wahrsager anzurufen. Das kann ich, glaube ich, vergessen. So, und ich komme jetzt hier nicht rein. Ja, ich komme hier nicht rein. Hier, ich nicht. Hier. Genau. Das sind alles frische Einheiten. Genau. Komm. Ich hau ab. Das wird eine Karte, die ich nicht gewinnen kann. Gucken wir mal. Tja. Ja, das wird eine Karte, die ich wahrscheinlich nicht gewinnen kann. Ich versuch's trotzdem. Ja, diese Einheit wird das definitiv zerlegt. Genau. Feierabend. Ja, die ist. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, da haben wir schon sehr gute Einheiten und sind sie für den Arsch. Und wenn wir schon uns kaputt machen, dann nehmen wir ein paar mit. So. Und den Rest warten wir jetzt. Wie gesagt, wir kämpfen momentan auf verlorenen Posten, 9-24. Die Map haben wir definitiv verloren. Ja. Genau. Sehr gut, haben wir wenigstens ein bisschen Erfolg. Ja, diese Einheit ist definitiv weg, da brauchen wir uns den Wahrsager nicht anzurufen, das ist klar. So, die Karte, der ist auch weg. Gut, ich habe schon wieder vergessen zu reparieren, das ist so toll. 9-23, das sieht scheiße aus, wenn ihr mich fragt. Ich habe da nur Hoffnung, aber naja. Das war auch klar. Das war sowieso klar. Gut. Moment. So, jetzt aber dran denken, den hier zu reparieren. Ja. Gut. Gut, da haben wir schon mal hier einen weniger, das ist sehr gut. Und jetzt schnell zur Reparatur. Nein, hier rein, da raus. So, du hoffentlich hier rein. Du bitte, oh Gott. Du bist weg, da brauche ich meine. Da brauche ich nicht großartig zu fragen. Ja, zwei Einheiten können wir noch reparieren und dann ist es vorbei. Wir haben noch 7 Einheiten, die Map ist verloren. Wir müssen da hinten das eine Depot übernehmen.
wir das geschafft haben in der nächsten Runde, da freue ich mich. So. Jetzt hatten wir mehr Erfahrung. Komm, dann reparieren wir die beiden, dann ist es gut. Weil jetzt haben wir nur noch 6 Einheiten, dann ist es vorbei. Ja. Jetzt haben wir nur noch 3 Einheiten und es ist vorbei. Die ist noch nicht mal repariert worden, diese Einheit. Das finde ich auch ganz geil. Dabei dachte ich, ich hätte sie repariert. Naja, sehe ich. Ich verliere eh. Deshalb alles egal. Ich habe noch 2 Einheiten. Hab noch eine Einheit. Das war's dann. Ja, also oben rechts, das wird das nächste Ziel sein, dass ich da mal ein bisschen Gas gebe. Ja, vielleicht kriegen wir es in der nächsten Runde hin. Brauchen wir da nicht anzurufen. Vorbei. Ja, die zweite Karte, die wir verloren haben. Battle Isle ist schwer. Wissen die Leute, die meisten Leute, ich habe mich auch wahrscheinlich saublöd drangestellt, wissen die meisten Leute auch. Gut, ich würde sagen, das war's dann eigentlich für heute wieder. Wir haben wieder verloren, Mission not complete, ganz klar. Bedeutet, wir müssen leider Gottes diese Map wieder von vorne spielen. Bin ich noch in dem Fight drin? Bin ich noch drin? Alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Patipatul. Bye, bye.